Noch 3 Tage bis Weihnachten. Und wenn du jetzt noch nicht in der richtigen Stimmung dafür bist, dann habe ich hier 5 Hörbuchtipps für dich, mit denen du in die richtige Stimmung in kürzester Zeit kommen kannst. Und das Beste daran, du kannst dir alle auf Spotify anhören. Viel Spaß dabei. Hey Freunde des Hörbuchs, ich bin der Luis und hier geht's um Hörbücher und heute um Weihnachtshörbücher. Legen wir gleich mal los. Weihnachtszeit ist Familienzeit und ist vor allem für die Kinder ein besonderer Zauber. Und gerade für Familien und Kinder habe ich hier einen guten Tipp, nämlich von Astrid Lindgren, die schönsten Weihnachtsgeschichten. Darin sind von Tomte Tümme Tott über Michel aus Lüneberger bis hin zu Pippi Langstrumpf sämtliche Geschichten vertreten. Es ist ein relativ kurzes Hörbuch mit vielen Kurzgeschichten, die sich eben um die Weihnachtszeit drehen. Natürlich kommt aber der Witz und der gewisse Astrid Lindgren-Charme in den 140 Minuten Laufzeit natürlich nicht zu kurz. Es lesen verschiedene Sprechende. Hört also einfach mal rein und schaut, was euch so gefällt. Den Link findet ihr übrigens in der Videobeschreibung. Da habe ich euch alle Hörbücher verlinkt, die ihr euch dann auf Spotify anhören könnt. Der 2. Tipp geht an alle Musikbegeisterten und Nussknacker-Fans. Also durchaus auch an Leute, die das Ballett mögen. Nussknacker und Mäusekönig und Peer Gynt. Das ist eine Hörspielproduktion, in der sowohl Nussknacker und Mäusekönig von E.T.A. Hoffmann als auch Peer Gynt vorgetragen werden. Das sind also eher Klassiker. Das Schöne daran ist aber auch, das sind Kindergeschichten, die aber unterlegt werden mit klassischer Musik, unter anderem von Tschaikowski, der ja auch das Ballett dazu komponiert hat, zum Nussknacker. Gerade das fand ich besonders hervorzuheben, deswegen hat es mir auch so gut gefallen. Man braucht bloß 1 Stunde und schon ist man durch. Das ist also mal was Schönes für zwischendurch, wenn man mal gerade Zeit hat. Der 3. Tipp, den ich für euch habe, ist ein Klassiker. Und zwar Der kleine Lord. Meine Oma schaut sich ihn jedes Jahr zu Weihnachten an, den kleinen Lord. Die Autorin Frances Hodgson Burnett hat damals eine Geschichte über Familie, über Adel, Zugehörigkeit und Zuneigung geschrieben. Und das sind Themen, die durchaus in die Weihnachtszeit einwandfrei reinpassen. Gesprochen wird dieser Klassiker von Frank Stöckle und er dauert insgesamt etwa 5 Stunden und ist damit das längste und umfangreichste Buch, was ich euch heute vorstelle. Mein 4. Tipp ist das Klassikerbuch zu einem sehr, sehr bekannten und beliebten Weihnachtsfilm. Die Feuerzangenbowle. In einer Feuerzangenbowle kommen verschiedene Herren dieser Runde auf die Idee, dass einer von ihnen, der bekannte Autor, doch nochmal in den Genuss der Schule kommen sollte, weil er bisher nur privat unterrichtet wurde, also nicht in einer Schule war. Und er will das natürlich auch kennenlernen und wird dann jünger gemacht, also sozusagen rasiert und so und aufgehübscht und dann soll er in die Schule gehen und dort dann sozusagen den Schuleintag genießen. Und das Ganze ist natürlich eine Farce, eine witzige Geschichte mit viel, viel Humor. Ich meine, das Buch beinhaltet Feuerzangenbowle, ein bisschen Witz und Romantik und was will man für die Weihnachtszeit eigentlich mehr? Geschrieben wurde das Buch übrigens von Heinrich Spörl und gelesen wird es von Götz Adelsmann, den man zum Beispiel auch kennen könnte als Musiker. Es kommen auch immer wieder Musikstücke von ihm mit rein, also von ihm gesungen. Zuletzt habe ich noch einen Tipp für dich, der besonders in die Weihnachtszeit reinpasst, nämlich eine Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens, mit der Besonderheit, dass David Nathan das Buch liest. Eine Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens ist vermutlich die bekannteste Weihnachtsgeschichte und eine der beliebtesten auf jeden Fall, die es da gibt. Und wenn es dann auch noch David Nathan liest, einer der beliebtesten deutschen Hörbuchsprecher, dann kann doch eigentlich gar nichts schief gehen, oder? Das Ganze dauert etwa 3 Stunden, also ihr seid auch in relativ kurzer Zeit durch damit. Wusstet ihr übrigens, dass Ebenezer Scrooge, der grantige Protagonist aus dem Buch, der dann vom Geist der vergangenen oder von den Geistern der vergangenen Weihnacht heimgesucht wird, die Vorlage für Dagobert Duck aus den lustigen Taschenbüchern ist? Der heißt nämlich im Original eigentlich Scrooge McDuck. Das ist die Hommage an Ebenezer Scrooge und auch der ist ja bekanntlich knausrig und geizig. Nur so ein kleiner Funfact nebenbei. Das Video könnte an dieser Stelle vorbei sein, aber ich habe noch einen kleinen Bonus dabei. Nämlich für all diejenigen, die Weihnachten lieber mit warmen Gedanken verbringen. Also im Sinne von nicht im Winterland, sondern lieber auf Mallorca. Für euch kann ich euch empfehlen, mal in Die Gestrandeten reinzuhören. Das spielt nämlich auf Mallorca und da geht interessanterweise die Erde unter.
trotzdem ganz lustig, mal reinzuhören. Also für all diejenigen, die keinen Bock auf Weihnachtsgeschichten haben, sondern lieber Apokalypse an Weihnachten hören oder in der Vorweihnachtszeit, hört euch mal die Gestrandeten an. Ich kann es echt empfehlen. Ich habe ja auch schon einige Videos dazu gemacht. Geschrieben von Linko Skopjak übrigens und gelesen von Uwe Teschner und Vera Tels. Link ist wie bei den anderen Hörbüchern auch in der Videobeschreibung. Und weil ich gerade über Uwe Teschner und Vera Tels gesprochen habe, wenn du mehr über die beiden erfahren möchtest, dann klick doch mal auf dieses Video hier. Da habe ich mal ein bisschen mehr über die beiden erzählt. Wenn du aber gerade im Weihnachtsfeeling bist und Bock hast, einen Adventskalender durchzusuchten, dann habe ich die Playlist vom Adventskalender von letztem Jahr für dich hier. Das ist eine XXL-Hörprobe von einem unserer Hörbücher. Klick doch mal da drauf. Jetzt wünsche ich dir wunderschöne Weihnachten, einen wunderschönen restlichen Tag. Danke, dass du so lange zugeschaut hast und sag tschüss, ciao. Und Servus.